Ich habe mein Spiel Spider-Doll verkauft. Die OGs von euch kennen bestimmt noch meine ersten TikToks, in denen ich Spider-Doll entwickelt habe. Und vor kurzem war Crazy Game so, cooles Spiel, das du da gemacht hast. Ich will es haben. Und ich so, was bekomme ich dafür? $5,000. 15.000 Euro. $10,000? Na, 12.500 Euro und wir haben einen Deal. Okay. Und schwupps, Spider-Doll gehört nicht mehr mir, aber dafür bin ich 12.500 Euro reicher. Was halt mega nice ist, weil ich jetzt erstmal genug Geld habe, um entspannt das Anwaltsspiel entwickeln zu können. Hättet ihr das auch gemacht?